Hallo, ich begrüße euch zu einer Einheit, bei der es um Druckbegrenzungsventile geht. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Druckbegrenzungsventilen. Die dienen ja dazu, dass die Pumpe vor Überlastung geschützt wird, wenn in einer Hydraulikanlage mit zu hohem Druck oder mit zu viel Belastung gearbeitet wird. Das eine ist dann das direkt angesteuerte Druckbegrenzungsventil und das zweite ist das vorangesteuerte. Mit dieser Abbildung sehen wir das direkt angesteuerte Druckbegrenzungsventil. Es hat hier ein Verstellelement, eine Wurmschraube mit einer Kontermutter, eine Feder drinnen. Die Feder wirkt mit diesem Federteller auf dieses Schließelement. Das ist ein Kegel, der hier dicht hält. Kommt jetzt der Hydraulikdruck hier rein in der Verschraubung, baut sich der Druck auf, wird irgendwann der Druck stärker sein als diese Federkraft, dann wird die Feder zusammengepresst, das Ventil macht auf, das heißt, dieser Schließkonus bewegt sich nach links und das Öl kann hier über diese Bohrung nach unten und nach oben in den Tank zurückfließen. Von den Kräften her sieht das so aus: Ich habe hier den Druck P, der in diese Kammer reinkommt. Hier drinnen breitet er sich in alle Richtungen aus. Wir wissen in der Hydraulik, dass der Druck in jede Richtung gleich wirkt. Auch auf diesen Kegel, der hier in diesem Durchmesser einen Dichtsitz hat, einen Kegelsitz. Auf der Rückseite haben wir die Druckfeder und eine Einstellschraube. Steigt der Druck P jetzt so hoch an, dass auf diesen Durchmesser, also hier gezeichnet die Querschnittsfläche A, mehr Kraft entwickelt als die Feder zum Zuhalten hat, dann wird die Feder zusammengepresst, der Kolben bewegt sich nach rechts und das Öl kann hier runter in den Tank zurückfließen. Beim Druckbegrenzungsventil, das direkt geöffnet wird, muss man dazu sagen, der Nachteil, den es hat, ist, dass es bereits weit vor dem maximalen Druck zu öffnen beginnt. Stelle ich es zum Beispiel auf 200 Bar, also drehe die Schraube so weit rein, dass es bei 200 Bar den Druck begrenzt, dann öffnet es wahrscheinlich schon ab 150, 160 Bar und lässt eine Teilmenge ab. Erst bei 200 Bar ist es ganz offen. Das heißt aber auch, dass ich bei 170 oder 180 Bar nicht die volle Litermenge mehr habe, weil ein Teil des Druckes hier bereits in den Tank abfließt. Das bringt eine schlechte Ausnutzung der Hydraulikleistung und das kann man verbessern, indem man ein indirekt angesteuertes Druckbegrenzungsventil einbaut. Das indirekt angesteuerte Druckbegrenzungsventil sieht so aus, also vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil sagt man auch dazu oder indirekt angesteuert. Funktioniert so: Ich habe hier einen kleinen Öffnungskolben und vorne einen Hauptkolben. Der Druck kommt hierher, geht rein und muss durch diese Drossel in die innere Kammer. In der inneren Kammer wirkt er dann auf diesen kleinen Kolben, auf diese Druckfeder. Die ist wieder hinten mit einer Verstellschraube und einer Kontermutter einstellbar. Der Druck breitet sich hier drinnen aus und wirkt hier in diesem Raum so, dass dieser Hauptkolben eben verschlossen wird, weil hier und hier der Druck gleich ist, aber im Inneren noch eine zweite Feder sich befindet, wird der Hauptkolben geschlossen. Öffnet nun mein Vorsteuerschließelement, dann wird der Druck im Innenraum dieser zweiten Feder hier abfließen können, in den Tank zurück. Die Drossel bewirkt, dass das Öl langsamer nachfließen kann, als es hier beim Vorsteuerschließelement abfließen kann. Und dadurch wird der Hauptkolben geöffnet. Dies passiert dann abrupt und hier kann momentan das Öl abfließen. Der Vorteil dieses vorgesteuerten Druckbegrenzungsventils ist es, dass es bei sehr hohem Druck, also kurz bevor der maximale Druck erreicht ist, erst öffnet und ich eine bessere Druckausnutzung habe. Das heißt, öffnet soll das Ventil bei 200 Bar öffnen, beginnt es nicht schon wie ein direkt angesteuertes Ventil mit 150, 160 Bar zu öffnen, sondern vielleicht erst bei 180 oder 190 Bar, macht dann aber abrupt komplett auf. Und das
ist der Vorteil vom vorgesteuerten Druckbegrenzungsventil und die Funktion. Ja, hier haben wir dann noch einmal eine Symboldarstellung für die Wirkungsweise, wo wir wieder sehen, dieser Hauptsteuerkolben mit der Drossel drinnen, die Feder, die nur dazu dient, dass der Kolben grundsätzlich geschlossen bleibt, das Vorsteuerschließelement mit der Feder und der Einstellmöglichkeit, also wenn das Öl hier kommt, geht es durch und es hält mir mit dem Öldruck, der hier und hier gleichermaßen wirkt, den Kolben zu, da hier auf der Rückseite zusätzlich die Feder ist. Lässt nun mein Vorsteuerelement so wie hier das Öl ab, weil ihm der Druck schon zu hoch ist, dann wird das Öl nicht so schnell durch die Drossel nachfließen können. Dadurch schiebt der Hauptdruck auch diesen Hauptsteuerkolben auf und das Öl kann im großen Querschnitt abfließen. Das wäre von meiner Seite jetzt die Erklärung für das vorangesteuerte Druckbegrenzungsventil. Ich danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.